herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. Liebe Fußballfans, willkommen im Albayt Stadium. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Partie. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine Partie aus dem Achtelfinale dieser WM. Portugal gegen die Schweiz. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird es langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. So wird Portugal heute spielen. Heute im Tor Rui Patricio. João Cancelo spielt mit Rafael Guerreiro in der Abwehr. William steht mit Ruben Neves im Mittelfeld. Und der einzige echte Stürmer ist in diesem Spiel Cristiano Ronaldo. Hier ist die Aufstellung der Schweiz. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Manuel Akanji spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Granit Xhaka steht mit Remo Freuler im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Breel Embolo. Es ist alles gesagt, das Spiel kann beginnen. Anstoß haben die Schweizer. Embolo jetzt. Xhaka. Breel Donald Embolo. Ball geht an den langen Pfosten. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Nun Ronaldo. Das ist Guerreiro. Neves. Jetzt Pepe. Ball ist bei Bernardo Silva. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Bruno Fernandes ist so ein Spieler, der kann heute vielleicht so etwas wie der Schlüsselspieler dieser Partie sein. Verteilt den Ball unglaublich gut, hat dieses Auge für die Situation, für die Nebenleute. Wir reden ja oft darüber, wie gut bei denen der Ball läuft. Das ist einer der Hauptgründe. Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Der Ball kommt rein. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Nächste Ecke jetzt.
Ecke kommt's. Und da ist er zur Stelle bei dieser Ecke. Die Balleroberung. Ruben Dias. Das ist Joao Cancelo. Carvalho jetzt am Ball. Da kommt der Pass. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Und Shaqiri. Die Schweizer kommen. Da lassen sie den Ball gut laufen. Jetzt können sie den Angriff starten. Granit Xhaka. Brelem Bolo. Schön geklärt. Was für eine Parade. Da verhindert er den Rückstand. Und Sie können sich bei ihm bedanken, dass es hier bei diesem Spielstand bleibt. Ricardo Rodriguez. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Könnte die Führung werden. Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Bruno Fernandes. Ruben Dias. Carvalho jetzt am Ball. Neves. Pepe. Jetzt William Carvalho. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Freuler. Jetzt der Angriff der Schweizer. Geht mit einem Wurf weiter. Und William Carvalho. Bernardo Silva. Da ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Am Ball William Carvalho. Ballbesitz ist weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Cancelo. Schön dazwischen gegangen. Na, der kommt gut. Stark gehalten von Sommer. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes am Ball. Das könnte es sein. Sommer aufmerksam, aber auch nicht besonders gefährlich, der Abschluss. Brel Donald Embolo. Ball bei Xhaka. Sie suchen die Lücke. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Cristiano Ronaldo. Da ist Xhaka. Shaqiri am Ball. Der Ball läuft richtig gut. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Der Angriff damit beendet. Cristiano Ronaldo. Ball bei Cristiano Ronaldo. So, Konterchance. Vielleicht jetzt.
Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Embolo jetzt. Embolo. Die Chance hier. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Kurzer Eckball. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Das könnte vielleicht was werden. Xherdan Shaqiri. Xhaka! Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Damit war's das fürs erste. Pausenpfiff hier im Al-Bayt Stadium. Mit dem knappen Rückstand der Portugiesen geht es nun weiter. Durchgang 2. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. William Carvalho. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Den hält er natürlich. Kurze Variante bei dieser Ecke. Rafael Leão. Schöner Volleyschuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ball kommt kurz. William Carvalho. Ball wird abgeblockt. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Ruben Neves. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Xherdan Shaqiri, Ball geht direkt zum Gegner. Bruno Fernandes. Rafael Leão. Steffen. Freuler. Ball bleibt hängen. Schöner Angriff, Nebenleute bieten sich an. Jetzt könnte der Pass kommen. Das muss der Ausgleich sein. Stark von Sommer. Die kurze Variante. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Granit Xhaka. Das macht er sehr gut. Sie bekommen die Ecke. Wechsel bei den Portugiesen. Die Ecke kommt rein. Nein, wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Neves. Jetzt William Carvalho. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Freuler. Canan Shaqiri. Shaqiri! Schön abgeblockt. Schön erstmal. Da hat er die Chance. Da haben Sie gut aufgepasst. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Neves. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. So ist dieses Tor entstanden. Da kommt die Flanke und dann macht Cristiano Ronaldo den Treffer klar. Wenn er aus dieser Distanz seine Chance bekommt, dann nutzt er sie. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Seferovic. Ruben Dias. Neves. Neves. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Er kann klären. Steffen. Seferovic. Guter Schuss jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Aus dem Angriff wird also nichts. Neves. Ball bei Cristiano Ronaldo. Weiter dieses Remis, aber Portugal kommt nochmal. Abseits, viele fassen sich an den Kopf. Das war eng, aber die Fahne ist oben. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Schöner Spielaufbau. Seferovic. Vargas. Schön die Flanke abgeblockt. André Silva. João Cancelo. Jetzt William Carvalho. Ruben Neves. Da kann er erstmal klären. Ricardo Rodriguez. Ballverlust durch die Schweiz. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Aus dieser Reingabe wird also erstmal nichts.
Xherdan Shaqiri. Renato Steffen. Ball kommt nicht durch, er macht zu. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. André Silva. Pass kommt nicht an. Da bekommt er Unterstützung. Rafael Leão. Am Ball William Carvalho. Joao Cancelo. William Carvalho. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Nach 90 Minuten steht es weiterhin unentschieden. Es wird Verlängerung geben. Es geht los. Die Verlängerung läuft. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. André Silva. Schön dazwischen gegangen. Klasse Aktion da. Guter Volley-Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Die Ecke kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Und es gibt Abstoß. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Ricardo Rodriguez. Setzt sich klasse durch. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Joao Cancelo. Joao Palinha am Ball. Bruno Fernandes. Neves. Das ist Palinha. André Silva. Joao Felix. Jetzt Freistoß für Portugal. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Ball kommt an den langen Pfosten. Da können Sie klären. André Silva. Joao Cancelo. Am Ball, Joao Felix. Er kann es machen. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Es steht hier also weiter unentschieden. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung.
Und es gibt natürlich Einwurf. Am Ball Joao Felix. Verteidigt da den Ballbesitz. Klasse gemacht vom Verteidiger. Joao Felix. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Nuno Mendes. Kurz vor Schluss versuchen es die Portugiesen nochmal. Geht hier vielleicht doch noch mehr als dieses Unentschieden. Es könnte doch mal spannend werden. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ricardo Rodriguez. Seferovic. Jetzt hat er den Ball. Platz zum Kontakt. So langsam aber sicher geht die Verlängerung dem Ende entgegen. 6 Minuten haben wir noch. Da haben sie die Chance. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Kurze Ecke. Da ist die Flanke. Und diese Alleingabe wird letztlich abgefangen, war nicht leicht. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Der Schuss jetzt. Tor für die Schweiz. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar, ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Portugal muss reagieren nach diesem Rückstand. Weiter geht's. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Guter Pass jetzt. Sie nehmen erstmal Tempo raus. Strafwürdige Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Da kommt die Hereingabe. Schlusspfiff in diesem Spiel und damit steht nun also fest, sie sind weiter, sie haben sich hier durchgesetzt. So ist das in der K.O.-Runde. Der eine jubelt, der andere ist raus. Es war unheimlich eng. Erst in der Verlängerung fällt hier die Entscheidung. Das ist bitter, aber das war so ein Duell. Da haben Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag gegeben. Gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Der Ball kommt rein. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Nächste Ecke jetzt.
Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel auf. Die Chance hier. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Xherdan Shaqiri. Xhaka. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Den hält er natürlich. Schöner Volleyschuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt könnte der Pass kommen. Stark von Sommer. Nein, wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Shaqiri. Schön abgeblockt. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Da hat er die Chance. Da haben sie gut aufgepasst. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Klasse Aktion da. Guter Volleyschuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Der Schuss jetzt. Tor für die Schweiz. Sie nehmen erstmal Tempo raus. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich.